Warten auf Antwort. Worauf die Affen warten. Warten auf Bojangles. Warten aufs Leben. Warten auf Godot. Und worauf warten Sie? Heute bestellen, morgen lesen. Morava.at, die österreichische Online-Buchhandlung. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause vor den Bildschirmen. Ich möchte Sie ganz herzlich zum heutigen Talk begrüßen. Ich habe heute Doris Kampas hier bei mir. Doris, es freut mich außerordentlich, dass du heute da bist und dass wir über deine Bücher reden können, beziehungsweise auch über dein neuestes Buch, das sensationelle Winterhochbeet. Vielen Dank, liebe Claudia. Ich freue mich auch sehr. Herzlichen Dank für die Einladung und ich bin schon sehr gespannt auf deine Fragen. Dann würde ich einfach ganz gern mit so einer einsteigenden Frage beginnen, dass wir so ein bisschen ins Thema reinkommen. Und was viele Leser und Leserinnen vielleicht gar nicht wissen, du bist ja nicht nur Schriftstellerin, sondern du hast auch deine eigene Gartenfirma, Biogarten. Und du beschäftigst dich mit Hochbeete und natürlich auch mit Nachhaltigkeit für den Biogarten. Und erzähl uns einfach ein bisschen von deiner Leidenschaft. Ja, der Biogarten, also die Firma Biogarten gibt es eigentlich schon relativ lange, seit 13 Jahren mittlerweile. Ich habe begonnen, eigentlich so ein typisches Frauenschicksal sozusagen, nach meiner Karenz, ja, also mein Sohn war 2 Jahre alt. Die Firma, bei der ich gearbeitet habe, ist blöderweise in Konkurs gegangen während der Karenzzeit. Und dann war so die Überlegung, was mache ich jetzt? Ja, kleines Kind, wir sind gerade umgezogen aufs Land. Und ich komme ja von der BOKU. Also ich habe auf der BOKU Landwirtschaft studiert, eben mit Schwerpunkt schon ökologische Landwirtschaft. Und habe aber nach dem Studium nur so Fuß fassen können in meinem Bereich und in meinen anderen Bereichen gearbeitet. Da habe ich mir eben überlegt, so jetzt will ich es eigentlich wissen. Ne? Und habe dann den Schritt gewagt und mich selbstständig gemacht. Eben mit der Firma Biogarten, bio-garten.at, die Homepage hat es sogar gegeben, also das hat mich sehr gefreut, dass die noch frei war, und habe begonnen mit verschiedenen Standbeinen eigentlich. Und das erste war so biologische Gärten zu planen, also in Richtung Selbstversorgung, immer mit dem Schwerpunkt auf Gemüsebau, also gar nicht so Ziergärten, sondern damals schon Gemüsegarten, Obstgarten, Selbstversorgergarten, was vor 13, 14 Jahren noch gar kein Thema war. Da war eher das Thema Zierpflanzen viel interessanter und ja, okay, aber ich habe es einfach versucht und habe natürlich sehr viel gelesen selbst, ja, und es gibt ja damals schon sehr gute Gartenbücher gegeben und habe darin auch ein Hochbeet entdeckt. Und nachdem ich einen Mann habe, der sehr, sehr groß ist, der ist 2 Meter groß, genau. Und natürlich beim Gärtnern, das Bücken ist immer anstrengend, tut ihm weh und so. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du pass auf, das wäre ja das für dich das Richtige, so ein Hochbeet. Und aus dem Gespräch heraus ist dann die Idee entstanden, selbst Hochbeete zu produzieren und die auch zu verkaufen, ja, und den Kunden anzubieten. Und das war wirklich überhaupt noch kein Trend. Also vor 13 Jahren hat kein Mensch gewusst, was Hochbeete sind. Und ich habe dann damit begonnen, habe dann auch den Kunden Hochbeete aufgebaut, befüllt, bepflanzt. Und dadurch sind sehr, sehr viele Erfahrungen entstanden, die sich jetzt dann auch in diesen beiden Büchern natürlich wiederfinden. Also im sensationellen Winterhochbeet. Und dann gibt es ja auch das unglaubliche Hochbeet. Das war sozusagen das erste Hochbeetbuch. Genau. Vor allem Wintergemüse und Winterhochbeet, das ist dann doch ein bisschen was Spezielleres, hätte ich gesagt, weil alle Leute denken so, ja, im Frühjahr setzt man und das passt dann und im Winter wächst ja eh nichts und das Wintergemüse schmeckt da überhaupt nicht so gut. Aber in deinem Buch, das sensationelle Winterhochbeet, nimmst du die Vorurteile und nennst dann aber 5 triftige Gründe, warum Winteranbau doch Vorteile hat. Ja, also es gibt ja so das Vorurteil, das schmeckt so fad. Ja? Also das ist eigentlich das erste große Vorurteil, das ist eintönig und das stimmt überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ja? Also weil beim Gemüse, musst du dir vorstellen, viel Gemüse ist ja zweijährig, mehrjährig, was die wenigsten wissen, weil wir es oft im Sommer davor schon abernten. Aber die Idee des Gemüses ist ja eigentlich, den Winter zu überstehen und im nächsten Jahr dann Samen zu bilden, um sich fortzupflanzen. Also das ist die natürliche Bestimmung. Und um eben gut über den Winter zu kommen, haben viele Gemüsesorten einen Trick. Ja, und das ist, ihre Organe zu schützen mit Zuckern, mit Proteinen vor dem Frost. Und gerade zum Beispiel bei Wurzelgemüse, wie wir sie kennen, Karotten oder Pastinaken, Wurzelpetersilie
oder auch Rüben wie rote Rüben oder Knollen wie die Sellerie, die lagern alles in ihr Speicherorgan ein. Und wenn wir das Gemüse dann ernten im Winter, schmeckt es viel aromatischer und viel besser. Und in Wirklichkeit haben wir im Winter die ganze Energie des Sommers gespeichert und schmecken das dann auch. Ein Vorurteil ist zum Beispiel, dass Wintergemüse im Winter gar nicht wächst. Ne? Weil das stimmt so nicht. Ja? Es gibt natürlich viele Pflanzen, wie jetzt Bäume und Sträucher, die wachsen im Winter nicht. Gemüse selbst, das ist eine krautige Pflanze und die wächst sehr wohl. Also man kennt ja das manchmal, wenn man so spazieren geht und dann ist eigentlich Jänner, Februar und da wächst so ein bisschen die Vogelmiere herum. Das ist eigentlich auch ein krautiges Gewächs. Wintergemüse auch. Es ist natürlich nicht so, dass es so bombastisch sich weiterentwickelt wie im Sommer. Aber wenn es warm ist und Sonne scheint, dann bilden sich auch immer wieder neue Blättchen. Also gerade Asiagemüse ist zum Beispiel ein interessantes Beispiel, das eben wirklich immer wieder auch bei Ernte im Jänner dann neue Blätter nachbildet. Und ganz ein wichtiges Vorurteil, ja, das ist mir sehr wichtig, weil sonst klappt der ganze Wintergemüse einfach nicht. Viele denken jetzt, ja, Wintergemüse klingt super, fange ich sofort jetzt im Dezember an, das Wintergemüse anzubauen. Das klappt leider gar nicht, weil es sollte eigentlich nicht Wintergemüse heißen, sondern Winterentegemüse. Man erntet im Winter das Gemüse, angebaut wird es von manchen Pflanzen sogar schon im März. Pastinaken, Wurzelpetersilie oder Schalotten auch, bis eben in den September kann man noch anbauen, sogar Anfang Oktober. Das sind dann die Asiasalate, manche Pflücksalate, Hirschhorn, Regerich, Feldsalat. Ja, also diese Pflanzen. Und das meiste wird eigentlich so im Sommer angebaut, eben so Juni, Juli. Da gehört Kraut dazu, Kohlsprossen dazu, die Karotten, und Kohl, ein klassischer auch. Also das sind die klassischen Sommergemüsearten, die ich im Sommer anbauen muss, damit ich sie im Winter ernten kann. Ein Vorurteil gibt es auch noch. Na, das geht jetzt nicht. Ja. Also man muss wirklich im Winter jetzt einmal den Garten in Ruhe lassen und eine Ruhe gönnen und so. Das stimmt auch wieder in gewisser Weise. Also Bäume sollte man jetzt nicht im tiefsten Winter schneiden, also so im Dezember, Jänner, weil gerade wenn starker Frost ist oder auch Rosen, dann sind sie sehr frostgefährdet, können natürlich dann Verletzungen davontragen. Genauso Stauden. Also ich bin gar kein Typ, der jetzt im Herbst aufräumt und nochmal mit der Schere durchgeht und alle Blüten wegschneidet und alle Pflanzenreste, weil das ist wirklich eine Platz und ein Unterschlupf für viele Tiere im Garten. Also Insekten, die wohnen dort im Winter, haben dort auch einen Wärmeschutz und sogar die Pflanzen sind durch die Blütenreste vor Frost geschützt. Also man setzt sie eigentlich, man nimmt ihnen ihre ganze Kleidung weg, wenn man sie schneidet im Herbst und lässt sie nackt über den Winter stehen und wundert sich dann, wenn sie erfrieren. Ja. Aber eben beim Gemüse ist es wieder anders, weil das hält ja durch und das ist ein sehr kleiner Kosmos, das Hochbeet. Und wenn man da jetzt seine Karotten rauszieht oder seinen Salat aberntet, hat man der Natur nichts angetan. Also das ist, ich glaube, das kann man ganz ohne schlechtem Gewissen machen. Im Gegenteil, man spart dadurch sehr viel Energie im Vergleich zur gekauften Gemüseware. Ein Thema, das vielen Leuten Sorgen macht, ist auch der Nitratgehalt im Gemüse. Also Nitrat ist viel durch die Medien auch gegangen, das ist eben krebserregend und Nitratrückstände hat es in meiner Jugend, also Jugend oder älteren Jugendjahren, mal Studien gegeben, auch von Global 2000, dass eben die Salate extrem hohe Nitratgehalte gehabt haben. Das hat einfach den Grund gehabt, die waren wirklich überdüngt total. Und das machen wir ja nicht, ja, einerseits. Also Richtung Winter sollte man sofort mit der Düngung aufhören, damit sich Nitrat nicht anreichert. Und im Hochbeet hat man zumeist auch davor schon irgendwelche Pflanzen stehen gehabt. Wenn ich jetzt einen Salat im September anbaue, waren halt vorher Tomaten drinnen oder Paprika. Die haben schon sehr viel an Nährstoffen aufgenommen. Das heißt, für den Salat bleibt gar nicht mehr so viel übrig. Und jetzt gibt es mittlerweile auch schon Gegenstudien, die sagen, Nitrat ist auch positiv für die Gesundheit. Also gerade Leistungssportler, da steigert das die Sportlichkeit sozusagen oder die Leistungsfähigkeit und senkt auch den Blutdruck. Und natürlich das Gemüse überwiegt durch seine Inhaltsstoffe wesentlich, also der Effekt auf die Gesundheit, als man sich um den Nitratgehalt Sorgen machen muss.
Okay, aber wie ist das dann mit der Kälte? Weil was hält ein Gemüse an Minusgrade aus und wie kann man das Gemüse vor Kälte schützen? Ja, also da gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten. Einerseits ist Gemüse viel frostresistenter, als wir denken. Also gerade eben Karotten, das erstaunt die meisten meiner Leserinnen dann immer wieder, dass sie sagen, es gibt ja nicht, Karotten können eben spätestens im September geerntet, die können nicht überdauern. Die halten aber sogar bis minus 20 Grad Celsius aus, also wirklich sehr viel. Das Einzige, was man machen muss, sie zu schützen mit einer dicken Decke aus Mulch, also das kann zum Beispiel Laub sein, ein Stroh sein oder ein Elefantengras, das hält eben sozusagen den Frost von der obersten Bodenschicht weg. Und es ist nicht so, dass der Frost selbst jetzt die Karotten zerstören würde, aber das Wasser, das im Boden ist, dehnt sich aus, ja, beim Frieren und würde die Wurzeln verletzen. Dann ist es natürlich nicht mehr so schön und so schmackhaft. Deswegen sollte man das Gemüse schützen. Und dann gibt es andere Möglichkeiten, ja, wie so Upcycling-Methoden. Du kannst zum Beispiel alte Kunststoffflaschen, also diese Smoothie-Flaschen, die es zum Kaufen gibt, die sind ja dann transparent, wenn man sie leer getrunken hat, einfach den Boden abschneiden und über die Pflanzen drüber stülpen. Ist eine Möglichkeit. Alte Gurkengläser kannst du verwenden. Obstschalen, wie es zum Kaufen gibt im Supermarkt, wo man sich eigentlich immer ärgert und sagt, boah, das muss ich jetzt wieder in den Müll werfen. So viel Müll, so viel Plastik. Also man kann es nochmal einsetzen im Garten. Oder natürlich, wenn man ein bisschen sophisticated, mehr sophisticated vorgeht, dann kann man ein Vlies verwenden, so wie es ja auch im Erwerbsgartenbau gemacht wird. Und das Nonplusultra ist natürlich ein Frühbeetaufsatz auf dem Hochbeet, weil der schützt wirklich vor Kälte. Wow, okay. Also bevor ich dein Buch gelesen habe, habe ich auch sehr wenig über Wintergemüse gewusst. Mich interessiert dann auch noch, wie ist das mit den Schädlingen im Winter? Machen die viele Probleme? Im Winter selbst nicht mehr. Also im Winter machen sie nicht das Problem. Es gibt ein paar sogenannte abiotische, also abiotisch, abios, also nicht biologische Schäden. Und das ist eben, wie gesagt, der Frost, also diese Verletzungen durch die Ausdehnung des Bodenwassers von Wurzeln zum Beispiel. Der Wind kann Schäden machen, also wenn der sehr drüber pfeift übers Gemüse, deswegen ist auch dieser Kälteschutz eigentlich wichtig, kann der die Zellen brechen. Und wenn die Zellen einmal brechen, dann ist eben so, dass das der Frost oder die Eiskristalle in die Zellen eindringen können und dann kommt es ja wohl zu Frostschäden auch. Ja. Und dann anderer Seite, also nicht nur Frost, sondern auch die Sonne kann Schäden machen im Winter. Wenn wir eben eine Abdeckung haben, einen Frühbettaufsatz und gerade so im Wiener Raum hat es ja doch auch wirklich warme Tage, auch im Jänner, ja, wir wissen das alle, ne, kriegt es manchmal 15 Grad und ich lüfte nicht rechtzeitig, dann kommt es eigentlich zu Verbrennungen an den Pflanzen. Ne? Ja, und sonst, also das ist der Winter, die Schäden im Winter. Natürlich, viele Pflanzen stehen ja auch schon im Sommer im Hochbeet, die wir dann aber erst im Winter ernten, wie eben die besagte Karotte. Und da gibt es natürlich alle Varianten, ja, von Schnecken über, und dann viel bei Kohlpflanzen, weil wir gerade im Winter, Wintergemüse ist sehr kohllastig, wie Kohlsprossen oder Brokkoli, Kraut und so weiter. Und da gehen natürlich die typischen Kohlschädlinge drauf, wie Kohlweißling, Kohltriebrüßler, Erdflöhe, Rapsglanzkäfer, also da gibt es eine Latte. Aber kann man auch was tun dagegen? Im Grunde werden die alle ausgesperrt mit einem Insektenschutznetz. Und dann, wenn keiner hinkommt und Eier ablegen kann, sind auch die Pflanzen geschützt. Also muss man auch ein bisschen kreativ sein beim Gärtnern. Und du gibst aber sehr viele Tipps und Tricks und Informationen in deine Bücher und natürlich auch im neuen Buch. Da hast du 7 Themenbeete erstellt. Was kann man sich darunter vorstellen, zu einem Themenbeet? Ja, also die Themenbeete habe ich deswegen gemacht, weil oft ist ja viel graue Theorie, ja? Also wobei ich bei mir sehr praxisnah, ich sehr praxisnah schreibe, weil ich wirklich die Dinge, die Erfahrungen so weitergebe, wie ich sie auch gemacht habe selbst. Aber die Themenbeete sind wirklich, wo man sich dann gar nicht mehr so überlegen muss, boah, was baue ich jetzt an und was passt mit was zusammen? Und es kann ja auch sein, das eine Gemüse muss ich zum Beispiel im Juni anbauen, das nächste im September, was mache ich dann dazwischen? Also das kann schon kompliziert werden, wenn man das sehr genau machen will. Und die Themenbeete sind halt schon fertige Pflanzbeete. Also zum Beispiel gibt es eben das warme Wintersuppenhochbeet oder das, da haben wir den Wintersalathochbeet. Und das ist immer so aufeinander abgestimmt.
und auch, wo man halt die Zutaten schon für Gerichte hatte, also wie zum Beispiel beim Tortenkisch und Strudelbeet. Genau, vielleicht zeigst du uns einfach mal ein Themenbeet, wie sowas ausschaut, dass wir das ja uns vorstellen können. Das Buch ist übrigens sehr schön illustriert und super aufgebaut, sehr übersichtlich, also schaut es einfach kurz einmal an. Also der großen Dank an die liebe Ruth Veres, die Grafikerin, also die ist ja eine Künstlerin, wirklich unglaublich. Die hat das alles illustriert und gezeichnet, also beide Hochbeetbücher und ganz toll. Ich bin ganz neidisch, wenn man sowas so toll kann. Also das wäre zum Beispiel das warme Suppenwinterhoch. Also da sieht man zum Beispiel da ganz am Anfang, welche Zutaten in das Beet kommen und auch wann. Ja? Also der richtige Anbauzeitpunkt, weil der Anbauzeitpunkt ist ja sehr wichtig. Wenn man den versäumt, kann schon zu spät sein. Ja? Dann gedeihen die Pflanzen nicht mehr ausreichend und bilden halt nicht genug Früchte. Und ja, also da sieht man mal die ganzen Zutaten samt Pflanzzeitpunkt und Entschuldigung. Und dazu, auch ganz wichtig, verschiedene Sortentipps, weil es ist eben nicht so, dass jede Pflanze, also jede Sorte, jeder Gemüseart gleich gut im Winter gedeiht. Das ist mein liebstes Beispiel ist eigentlich der Salat. Da gibt es eine Sorte, die heißt Maikönig, die ernten wir im Mai. Und es gibt aber auch eine Sorte, die heißt Winterkönig, die kann man eben im Winter ernten. Der Maikönig wird erfrieren im Winter. Also wichtig, die richtige Sortenwahl. Und ja, und dann gibt es so einen Pflanzplan, wunderbar illustriert von der Ruth Veres, wo man wirklich genau sieht, in welche Reihe kommt jetzt welches Gemüse hinein. Und ganz wichtig auch mit den richtigen Pflanzabständen. Das ist dann da unten, das ist einerseits illustriert da und andererseits sieht man es unten nochmal genau beschriftet, wie die Abstände der einzelnen Pflanzen zueinander und zu den anderen in dem Beet sein sollen. Wenn man nicht so gut auf die Pflanzabstände aufpasst, das wird jede Gärtnerin oder jeder Gärtner kennen, der schon mal eifrig angebaut hat, dann gelingen die Pflanzen oft gar nicht, weil sie eben zu wenig Raum zum Entwickeln haben. Ja, und dann geht es eben so weiter, also wirklich Monat für Monat, in welchem Monat ist was zu tun, was muss man, wie muss man die Pflanzen auch pflegen, wie düngt man sie und so weiter und so fort. Und da gibt es dann immer so Spezialtipps auch. Also worauf muss ich besonders aufpassen, eben welchen Schädling kann ich vorbeugen in einer gewissen Zeit oder wie muss ich düngen. Ja, und zum Schluss gibt es in jedem Kapitel dann auch so ein paar Infos zu den einzelnen Gemüsesorten, so wie da, oder Gemüsearten. Welche Inhaltsstoffe haben die, wie wirken die auf unsere Gesundheit und so weiter und so fort. Sehr schön. Also wirklich total super illustriert von der Ruth Veres. Du achtest immer sehr auf Nachhaltigkeit und das merkt man auch an die Bücher. Die sind nämlich klimapositiv hergestellt. Und was möchtest du auch mit deinen Büchern vermitteln im Sinne von Nachhaltigkeit? Ja, absolut. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und es gibt ja so das Thema so regional und saisonal und so weiter. Und das ist ganz wichtig in meinen Augen gerade die saisonale Verwendung von Gemüse. Weil wenn man jetzt sagt, okay, das ist eine regionale Tomate oder ein regionaler Paprika, der kommt ja eh aus Österreich und auch wenn ich ihn im September oder halt Winter esse, im November oder Dezember, dann ist es doch so, dass der einen enormen Energieverbrauch hat. Und es gibt eben Studien, dass regionales Gemüse, das in Österreich jetzt im Glashaus angebaut wird, konventionell, eine wesentlich schlechtere Energiebilanz hat, als wenn ich es zum Beispiel aus Spanien importiere, weil einfach das Heizen und die Beleuchtung und Bewässerung im Glashaus viel, viel energieintensiver sind, als jetzt rein der Transport irgendwie aus dem Süden. Also ökologischer ist es dann noch von irgendwo anders, das Gemüse herzuholen. Beim saisonalen Gemüse und noch dazu aus dem Hochbeet, wo wir ja überhaupt keine Heizenergie brauchen oder so, hat man natürlich eine Energiebilanz von null de facto. Ja? Also da habe ich keinen Kohlendioxidverbrauch in irgendeiner Weise, weil ich baue es vor der Haustür an, setze halt ins Hochbeet rein die Samen und das wächst dann, nimmt eigentlich noch Kohlendioxid aus der Luft auf, weil es ja die Pflanze das immer braucht zum Wachsen. Und dann esse ich es, habe keine Einkaufsfahrt, habe kein Problem mit Kühlung oder Lagerung, weil ich hole es mir dann ins Haus, wenn ich es brauche. Und damit bin ich eigentlich sehr ökologisch und klimafreundlich unterwegs. Sehr gut. Das sensationelle Winterhochbeet ist das
zweite Buch aus der Reihe der Hochbeete, ja, sagen wir so. Das erste ist das unglaubliche Hochbeet, bei dem Löwenzahn Verlag erschienen. Und welche Vorteile bietet jetzt ein Winterhochbeet gegenüber einem, sagen wir, Frühjahrshochbeet oder regulärem Hochbeet? Ja, ja. Also die Vorteile jetzt, also ein Hochbeet an sich ist immer ein Vorteil, ja. Genau, weil man, also das bequeme Gärtnern und so, man steht gerade und das wirklich ökologische oder pflanzenbauliche dahinter ist ja, dass man eine spezielle Befüllung hineinmacht. Ja. Also ganz salopp gesagt, ist es eine große Kompostkiste. Man wirft halt alles Mögliche hinein. Es verrottet, es wird viel Energie frei, Nährstoffe frei. Dadurch ist es wärmer und nahrhafter für die Pflanzen. Sie wachsen besser. Und das Asset jetzt für den Winter vielleicht ist sogar, dass es besser reguliert ist von der Temperatur. Also es gibt da drinnen eben nicht diese ganz, ganz starken Tag-Nacht-Unterschiede, wie wir es zum Beispiel auf einem Bodenbeet haben. Und man kann es besser schützen, eben durch seinen Frühbeetaufsatz. Von unten ist es wärmer, dadurch wächst Gemüse besser. Also ich habe Vergleiche gemacht selbst, ja, mit Wintergemüse im normalen Garten, einfach mit einem Vlies abgedeckt am Bodenbeet und Hochbeet. Und das ist einfach wirklich 100:1. Also im Hochbeet weiß man gar nicht mehr, wohin mit der Ernte. Und am Boden geht es halt so, ja, ja, es plätschert. Im Garten gibt es immer viel zu tun. Welche Projekte schriftstellerisch oder gärtnerisch hast du denn für die Zukunft geplant? Ja, im Moment ein bisschen eine Pause, weil jetzt habe ich doch in 5 Jahren 3 Bücher geschrieben. Also das ist dann schon ganz schön viel Arbeit auch und so. Aktuell bin ich wieder dabei, mich mehr um meine Firma zu kümmern, also Homepage zu erneuern und so weiter und so fort. Und was mich sicher mal auch interessieren wird, wäre vielleicht ganz was anderes, aber mal so eine, eher eine Roman will ich nicht sagen, aber doch ja eine Geschichte verknüpft mit Pflanzen oder mit gewissen Gemüsesorten, das wäre auch mal reizvoll. Oh, das könnte man sehr gut vorstellen. Das würde ich gern lesen, falls du es schreibst. Gib mir Bescheid. Das mache ich auf jeden Fall. Doris, es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, dass du da bist, dass wir über deine Bücher reden können haben, dass wir über Wintergemüse allgemein reden haben können. Es ist total interessant. Ich habe heute auch sehr viel gelernt. Ich habe mich mit Wintergemüse so vorher noch nicht viel beschäftigt gehabt. Du hast ja sehr viele Vorurteile aus dem Weg geräumt. Das freut mich. Das, was das Wintergemüse angeht. Und die Bücher gibt es natürlich bei uns in den Filialen, Morava-Filialen, aber auch auf der Homepage morava.at zu kaufen. Und damit möchte ich mich von den Zuschauern zu Hause, von den Bildschirmen verabschieden und sage nochmal ganz ein herzliches Danke dir, Doris, dass du heute da warst. Ich danke auch sehr für die Einladung, verabschiede mich auch. Danke fürs Zusehen und lasst brav die Masken auf. Danke. Tschüss. Warten auf Antwort. Worauf die Affen warten. Warten auf Bojangles. Warten aufs Leben. Warten auf Godot. Und worauf warten Sie? Heute bestellen, morgen lesen. Morava.at, die österreichische Online-Buchhandlung.